Oh, schade, jetzt hätte Luigi eine Idee. Eine Luigi-Idee, könnte man sagen. Okay, vermutlich hier reinwerfen, oder Luigi? Oh ja. Geht nicht. Was? Wieso denn nicht? Hast du eine Ahnung? Ah, wenn ihr hier seid, dann muss euch Hamari geschickt haben. Kann man wie helfen? Die heilige Schwankfeldschale? Ja, da oben ist sie, auf dem Plateau. Ja, da wollen wir hin. Allerdings haben diese Manns unsere Opfergaben wild in der Gegend verteilt. Und ohne die bleibt der Weg verschlossen. Monster? Meinst du die, die das Öhmchen angegriffen haben? Sie hat sich Sorgen gemacht, dass sie sich hier auch rumtreiben. Ja, very cool. Suchen wir die Opfergaben und bringen wir sie zurück. Naja, eine haben wir schon in der Hand. Aber es will nicht. Übergeben? Ah, kann Mario die tragen? Hör, okay. Aber Mario kann sie auch nicht ablegen. Er kann nur hoho schreien. Sehr seltsam. Hier kommen wir aber sonst auch nicht weiter. Was, hat Luigi vielleicht eine neue Luigi-Idee? Ja, das geht ja nicht. Verzieren. Geht nicht. Das ist schräg. Hast du noch eine Idee? Wenn ihr die Schwankfeldschale erklimmen wollt, müsst ihr die Opfergaben zurückbringen. Die sind leicht zu erkennen. Sie sehen aus wie kantige Früchte. Natürlich alles selbst gemacht. Aha. Also da ablegen geht nicht. Hä, was? Hey, was war das denn? Hä? Ja, das geht ja nicht. Das ist eine Opfergabe für die Schwankfeldschale, unser Heiligtum. Wenn überhaupt, bringt sie zurück zur Opferschale. Nur da gehört sie nämlich hin. Ich versuch's ja, aber er lässt mich nicht. Kann ja nicht platziert werden. Luigi! Gibt's noch Mario? Jetzt geht's? Hä? Was? Also von der Seite geht, aber von vorne geht's nicht? Das ist sehr seltsam. Hey, habt's geschafft, danke! Es sind noch zwei übrig, findet sie auch. Ach, das kriegen wir schon noch hin. Hier vorne sind ein paar weitere nette Leute, die uns helfen können. Unsere wertvolle Opfergabe ist da ganz drüben. Oh, ja, ich seh's. Knifflige Sache. Ach, war es nichts Kniffliges für unsere Brüder? Ich kam extra wegen der Wippe her, aber allein macht Wippen gar keinen Spaß. Ihr zwei habt ja euch beide, aber ich bin ganz und gar allein. Ah, Wippen also? Was machst du hier? Hä? Hast du eine Luigi-Idee? Wie sieht's aus? Ha. Was fällt dir ein? Oh! Oh mein Gott, unfassbar! Hä? Findet ihr echt wahr, die Zeit mit einer Wippe zu spielen? Aber Mente, Experimente! Wenn Luigi auf die andere Seite so geht. Mario! Oh yeah. Ja, ich verstehe schon, ich soll dann springen. Okay, Luigi, dann stell dich mal da drauf. Ja, gut so, gut so. Von wo spring ich jetzt hin? Da gehe ich hier rauf. Und dann. Kann auch Luigi da bleiben? Das klappt. Perfekt. Oh yeah. Aber wir können aber nicht springen, wenn wir das Ding in der Hand haben. Also schnell den Pilz noch sammeln, bevor wir ihn nicht mehr sammeln können. Okay, Luigi, komm wieder zurück. Und hoffentlich geht's. Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Das sind schon mal die ersten. Aber die anderen brauchen wir auch noch. Moment, bevor ich jetzt weitergehe, war hier unten rechts noch etwas? Weil ich habe mich hier nicht umgeschaut. Man sollte. Oh, sollte man von hier springen? Ich glaube, man sollte von hier springen. Ups, naja, ist ja egal. Geht ja beides theoretisch. Von daher ist das gar nicht schlimm. Gut, dann schauen wir uns hier links nochmal um. Okay. Nochmal so eine Wippe. Was hast du dazu sagen? Was sind das für Figuren? Nein. Die Skulpturen sind hier gewiss keine Leichtgewichte. Uiuiui, wenn man damit auf die Wippe springen würde, stellt euch nur mal vor, was dann passieren würde. Boing! Aha, bestimmt fliegt man dann bis ins All. Wäre echt interessant, das mal zu sehen. War das ein Hinweis? Oh, diese Gegner!
Fighting Time! Jetzt geht's hier wieder richtig ab, Mann. Na gut, wie ihr wollt. Das wird nicht mal lange dauern, dann kriegen wir bestimmt auch neue Attacken, weil natürlich gibt's hier nicht nur Springen und Ausweichen. In dem Spiel steckt noch mehr hinter. In dem ganzen Moveset von Mario und Luigi steckt noch mehr hinter. Und warum habe ich mich vom Heilblock nicht geheilt? Bisschen blöd von mir. Das nervt mich immer noch, dass ich hier A drücken muss und nicht B. Ich bin mir sehr sicher, dass das nicht früher so war. Oh Mann. Na gut, ich schätze, ich muss mich aber jetzt dann gewöhnen. Schon alle Schwächen. Ist bestimmt ganz gut. Aber manchmal greifen die auch frontal an. Ja, genau so. Da hat man aber wirklich sehr viel Zeit zu kontern. Also kann sie gefühlt nur kontern. Wie schlecht musst du da bitte springen, damit du den verfehlst? Also wirklich? Das geht ja nicht anders. Na gut. Und der Arme. Oh, sorry, ich wollte dich nicht verscheuchen, Kollege. Okay, hier kommen wir erst später entlang. Es gibt wirklich sehr viele Orte, wo wir wahrscheinlich wieder backtracken müssen. Ist hier irgendwas? Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, vielleicht wäre da ein unsichtbarer Block, aber ich habe nichts gefunden. Luigi hat eine Idee. Ja, ja, wir kommen da gleich noch zu. Ja, kommen da gleich noch zu. Ich bin nur ein einfacher Maler, Bildhauer und tief ergebener Ehemann. Allerdings hatten wir einen Ehestreit und ich habe mich hierhin verzogen. Falls ihr über eines meiner Werke stolpert, könnt ihr es ruhig haben. Okay. Was soll das jetzt? So, Luigi! Luigi, like a dad! Okay. Boing. Ich muss eine Stoffattacke machen, aber... Da kommt Mario nicht auf die Idee. Vielleicht sollten wir erstmal hier anfangen. Das erscheint mir logischer. Luigi, stell dich mal bitte hier drauf. Damit ich hier hochkomme. Drehen? Ah, das ist schon mal die Frucht. Ah ja. Luigi, stopp. Luigi, stopp. Luigi, go. Luigi! Aha. Guck doch diesen Fetzball dann. Übergeben. Wäre Luigi den nicht möglich. Ja, Luigi. Geht nicht. Okay. Wie machen wir das jetzt? Ich denke mal. Ich hab's falsch, glaube ich. Hä? Ich dachte irgendwie so komisch. Oh, jetzt. Wackelt beides. Warte, vielleicht brauchen wir das woanders. Komm mal mit, Luigi. Vielleicht brauchen wir das hier? Kann nicht abgelegt werden. Hier auch nicht, hä? Vielleicht hätte er was dazu zu sagen. Oh ja, ja, wenn man darauf springen würde. Boing. Schon fliegt man ins All. Ja, wir sollen es auf jeden Fall benutzen. Dann nur die Frage, wie ich es platziere, weil... Ich kann hier nicht hoch. Übergeben kann ich es... So kann ich es übergeben. Ja, aber jetzt rennt Luigi wieder weg. Oder kommt er hier hoch? Ne, eben nicht. Dann übergib mir das mal. Kann nicht übergeben werden. Wieso? Jetzt. Okay, ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß doch gar nicht, von welcher Seite ich anfangen soll. Und vor allem, warum kann ich es dann hier nicht ablegen? Das ist auch so blöd. War das dumm, dass ich das von da oben weggenommen habe? Ich kann es halt nur direkt vor mir platzieren. Das bedeutet, ich kann es nicht da benutzen, wo ich es haben will. Andererseits, Moment. Vielleicht soll ich das nur tragen. Vielleicht soll man das nur tragen, so als Schwergewicht. Und dann... Oh! Luigi? Ist er jetzt im All? Nein, oder? Ich habe mich schon gewundert, was aus meiner Statue geworden ist. Wo ist Luigi? Warum ist sie so schwer? Wenn die so schwer ist, wieso kann Mario die einfach so tragen und Luigi auch? Luigi? Ah, da! Ah, okay. Perfekte Landung. Das ist zumindest für einen Luigi. Ja, ho! Gut gemacht. Das ist ja meine Bro. Yahoo!
Da saß ich jetzt wirklich viel zu lang dran. Ich hab's überkompliziert gemacht. Okay, dann überreich sie mir und ich leg sie ab. Hä? Zählt das nicht? Hm, muss Luigi machen vielleicht? Oh. Ja, Luigi und Dudi. Oder nehmen sie halt einfach nicht. Oder auch was auch immer. Hä? Jetzt zählt's, aber ich hab's doch jetzt nicht anders gemacht. Sehr weird. Aber endlich kommen wir nach oben zur Schale. Oder? Was gibt's denn? Oh, ihr habt die Opfergaben zurückgebracht. Dankeschön. Jetzt müsste der Weg zur Schwankfeldschale eigentlich wieder frei sein. Ja, sieht so aus. Ein paar Walljumps machen. Kommen wir schon nach oben. Seht euch das mal an. Diese Klippe kommt man nicht so einfach hoch. Zumindest nicht alleine. Ja, ja, ja. Ach nee. Ihr schon wieder. Was wollt ihr denn? Ja, natürlich Angst. Dann kippt was auf. Oh, dass noch mehr kommen. Ja, ja. Keine Sorge, die kriegen wir schon hin. Das sind schließlich die Mario Brothers. Ja, ja, ja. Ja, ich finde das Das Fight-Theme, der wilde Kampf-Theme, ich finde das okay. Ich finde tatsächlich nicht, dass es rankommt an die anderen Fight-Themes aus den anderen Mario Luigis, aber es ist trotzdem ein gutes Theme. Aber es kommt halt nicht dran. Es ist halt ganz anderes Feeling. Generell die Musik, muss ich besser sagen, ist irgendwie so ein... Ich weiß nicht, irgendwie so ein ganz anderes Feeling. Ich meine, ja, ist auch von einer anderen Person kompostiert. Verdammt, ich weiß das Wort nicht. Ihr wisst, was ich meine. Kreiert. Die Musik wurde von einer anderen Person kreiert. Als damals, aber... Dennoch? Weiß nicht. Das Feeling ist anders. Generell fühlt sich das ganze Spiel irgendwie anders an als ein traditionelles Mario Luigi, muss ich bisher sagen. Aber okay, bisher. Wir sind ja erst fast eine Stunde oder über drin. Also wirklich noch nicht lange. Wir sollten erstmal Tutorial Island hier fertig machen. Damit das Abenteuer so richtig losgehen kann. Damit das Abenteuer so richtig beginnt. Aber mit euch wird das nie was. Also verschwindet. Und ich nehme mein Level Up für Lario und Luigi. Let's go. Sehr schön. Mhm. Brauche ich mal gar nicht anschauen. Ist vermutlich eh immer das gleiche, wenn man es eh nicht beeinflussen kann. Aber zumindest sieht es ganz nett aus. Wie sich hier freuen. Ganz toll, ganz schick. Aha. Aus der Wazipedie. Ah ja. Na gut, gehen wir weiter. Springen. Ah, A und B abwechselnd. Ich dachte, ich muss mich immer so einzeln hochschleudern, aber so kompliziert ist es gar nicht. Und schaut mal, da sind wir. Das ist die Schale, von der gesprochen wurde, aber scheinbar brauchen wir einen Key, einen Schlüssel. Und warum sind diese Dinge aus Stein? Diese Froschblätter, diese Seerosenblätter sind einfach aus Stein und nicht echte. Weird. Ach, warte mal, hier ist doch schon der Key. Das ging ja schnell. Na gut. Wenn das so einfach ist. War sogar Cutscene. Krass. Kämen wir sonst nicht runter? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich mache hier nichts kaputt. Schauen wir mal. Tut sich schon was? Ich glaube, das war der falsche Key. Oh oh. Also es wackelt ja schon die ganze Zeit, aber jetzt wackelt es noch viel mehr. Oh mein Gott, es geht kaputt. Es bricht auseinander. Weg hier. Luigi. Hallo. Hey, es passt sogar direkt hier rein.
Also war das gut? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht sicher. Da kam Luigi. Bam. Schön. Naja, meinetwegen, wir haben es geschafft. Hier sind wir also nun. Hi. Da ist er. Der Connector-Stecker. Ein Stecker? Okay, was? Wo stecken wir den rein? In eure Gesichter oder was? Wisst ihr noch, was Knetter euch erzählt hat? Über den Connector-Bohr und Connector? Ja. Wow, ihr habt ein gutes Gedächtnis. Das erspart mir doppelte Erklärungen. Mit Connector-Steckern wie diesen wurde der Connector überall verteilt. Die Stecker haben den Connector-Bohr mit Orten auf der ganzen Welt verbunden. Wir müssen also diesen Stecker mit Capitabora verbinden, damit der Connector wieder fließt. Macht das der Connector vom Connector-Bohr auf Capitabora wieder hier nach Schwankum fließt. Was für Wörter. Also los, Mario Luigi, ran an den Stecker! Ran an den Speck. An den Specker. Ich zieh ihn jetzt raus, Mann! Wollte schon sagen, also wenn ihr diese schwere Statue tragen könnt, könnt ihr auch das tragen. Die Bros sind ja mittlerweile so strong geworden. Oh yeah. Oh, und was jetzt? Du kannst einfach fliegen mit dem Ding? Wow! Boah, das ist cool. Macht überhaupt keinen Sinn, aber es sieht voll cool aus. Perfekte Landung. Und jetzt seht euch das mal an. Das ganze Connector. Connectet die beiden Inseln miteinander. Und alles erblüht wieder. Yay! Diese beiden Inseln haben wir gerettet. Falls man das zwei Inseln nennen kann. Yippie! Ach, die süßen kleinen Bros. Ah, okay, nee, ich glaube, das Schiff selber ist nicht so eine richtige Insel, sondern halt nur das Schiff. Und Schwankum war die einzige erste Insel. Aber wir haben mit Schwankum angebunden und soweit ich weiß, fehlen jetzt noch vier weitere Inseln. Wahrscheinlich viel größere Inseln. Schwankum war vermutlich die kleinste. War ja noch teilweise Tutorial, so das. Vorher hatten wir Tutorial und jetzt haben wir noch so ein bisschen Tutorial. Ich glaube, jetzt kann das Abenteuer richtig losgehen auf der nächsten großen Insel. So, die Frage, wie wir da hinkommen. Hin? Schwimmen? Mit dem Schiff? Capitabora sind wir jetzt wieder. Wow, so läuft also eine Inselanbindung ab. Willkommen zurück. Wie ich sehe, habt ihr Schwankum an Capitabora angebunden. Das ist super. Ja, klar doch. Aha, zwei Inseln, die miteinander verbunden sind. Sachen gibt's. Hier ist es also so anders als auf Schwankum. Zum Beispiel dieser riesige Baum. Ein Tapetenwechsel zwischendurch ist schon was Feines. Sind das Leute aus Schwankum? Und was ist das für eine Röhre? Ach so, ja, die haben wir letztens aktivieren können. Vielleicht kann man damit zwischen Inseln hin und her reisen? Also müssen wir uns nicht mehr hinschießen. Eine Driftinsel wäre wieder mit Capitabora verbunden. Fehlt nur noch der Rest. Sucht euch einfach eine Insel, findet ihren Leuchtturm und zieht da am Connector-Stecker. Manchmal müsst ihr auf den Inseln auch kleine Problemchen lösen, aber da seid ihr ja gut drin. Ja, wenn ihr die Verbindungen zu allen Inseln wiederherstellt, ist die Welt wieder ganz. Ah, der Priester, ja. Dann machen wir uns besser gründlich auf die Suche. Ja. Wir sollten uns außerdem auf Schwankum umhören. Umhören? Wieso? Nach der Anbindung. Verbindest du andere Inseln mit Capitabora, wird sich auf diesen Inseln einiges verändern. Nach Inselanbindungen erblühen zum Beispiel Connectorblüten und eröffnen dir Wege zu bisher unzugänglichen Orten. Einige Insulaner statten Inselnachbarn auch einen Besuch ab. Außerdem kehren als deutlich der bekannte Connectorgeister auf die Inseln zurück. Halte nach ihren leuchtenden Nestern Ausschau und versuche sie einzufangen. What? Mithilfe der Hörer, der auf. Ja, okay. Mithilfe der Hörer kommen wir wieder zurück.
Das habe ich auch verstanden. Wie ist es hier so? Auf unserer kleinen Inselschiffchen. Kann es sein? Oh, ihr kommt zu einem guten Zeitpunkt. Seht euch das mal an. Was, ein Z-Kristall? Das ist ein Deutlicht. Die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Deutlichter sind Geister, die Connector-Energie enthalten. Okay, sollen wir die sammeln? Die Deutlichter sind quasi eine Ansammlung von Energie, die man auch Kun-Energie nennt. Wir sollten so viele wie möglich davon einsammeln. Was man hat, das hat man. Okay. Deutlichter sind allerdings ziemlich flink. Sollte für euch kein Problem sein, vielleicht hilft ja auch die ein oder andere Luigi-Idee. Ja, Luigi ist ja schlau unter uns. Wenn ihr Deutlichter sammeln möchtet, solltet ihr es auf angebundenen Inseln versuchen. Nach einer Inselanbindung sind bestimmt viele Deutlichter aus ihren Verstecken gekommen. Okay, halt auf der Insel Ausschau nach diesen Deutlichtern, drücke A, um sie an ihrem Nest anzuziehen, um die schlummernden Deutlichter aufzuscheuchen, okay? Ja, geh ihnen hinterher und versuch sie anzufangen. Manchmal brauchst du auch Luigis Idee. Die von dir gesammelten Deutlichter werden in Energie namens Cone-Energie umgewandelt, die sich im Laufe des Spiels auch als äußerst nützlich erweisen wird. Spoiler! Ich bewahre alle Deutlichter in mir auf, die ihr sammelt. Ich bin wie ein fliegender Lagerraum. Aber weh, es kommt jetzt einer auf die Idee, mich als Sparschwein zu bezeichnen! Ich wollte gerade sagen, aber nein, nein, bist du nicht. Ich frage mich, was wir mit den ganzen Deutlichtern anstellen sollten. Vielleicht kann man irgendetwas mit ihnen herstellen? Hä? Ich werde mal weiter nachdenken. Mach das. Okay, ziehen wir dran. Okay, es ist eine Glühbirne. Alles hier hat mit Elektrizität zu tun. Ja, dafür brauchst du nicht Luigi Idee? Das war doch voll einfach. Irgendwas habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Aber gut. Bei all dem Platz hier fällt uns hoffentlich was Gutes ein, wie wir ihn nutzen können. Wollt ihr was erbauen? Ich weiß, mit ein paar Geschäften in diesem Bereich wäre hier gleich viel mehr los. Das ist eine gute Idee. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Leute nach Capitabora kämen. Ja! Kommt das vom Strand? Ich weiß nicht, schauen wir mal. Wir wollen den Leuten ja helfen. Ja, er fliegt und er hilft den Leuten. Tja, da rührt sich nichts. Wie sollen wir das aufkriegen? Ist das eine Batterie oder was? Was ist los? Und wo kommt diese Kapsel her? Die muss angespült worden sein. Meinst du? Lass mich raus! Ist da jemand drin? Wir müssen was tun! Wir haben ja schon alles Mögliche versucht, aber das Ding geht nicht auf. Hey, Mario und Luigi, wollt ihr es mal versuchen? Okay, versuchen wir es mal. Hilf dem armen, schiffbrüchigen Mario! Der oben ist voll verstört. Niemand hat gesagt, du sollst das Ding mit dem Kopf knacken, Luigi. Welche Insel bin ich hier gelandet? Und ich sag's noch. Es geht einfach nicht auf. Ich glaube nicht, dass es klappt. Vielleicht haben wir einfach nicht das richtige Werkzeug. Aber Rito! Ich denke, mit Hämmern würde die Kapsel aufgehen? Ja, wie früher. Braucht ihr einen Hammer? Hallöchen, dachte ich, schau mal vorbei, wenn das schon so schnell geht. Hallo. Also ein Hammer. Schön habt ihr es hier. Nur schade, dass ich meine Kleinen nicht dabei habe. Aber ich habe sie nicht mehr gesehen, seit die Welt auseinandergefallen ist. Ah, dich kennen wir doch. Haben deine Kinder nicht unsere neue Ausrüstung gebaut? Wie heißen die noch gleich? Baustin und Fabrizia? Ja, richtig. Ah, Tatsache, ihr wollt sie für mich finden? Na, das ist doch ein Wort. Dann hört mal zu. Okay. Baustin wollte nach Dschungelog und Material sammeln. Mein Junge macht nämlich echt feine Handschuhe. Ungefähr zur gleichen Zeit ist Fabrizia los zum Twisterbaum. Und nein, sie muss dann nicht ihre Körperteile, ihren Körper so drehen und alles auf dem Boden. Das ist kein Twister, sondern der Twisterbaum. Oh, war das schlecht, egal. Sie hat ein tolles Händchen für Zubehör. Sie beide könnten euch spürlos herbasteln, da wäre gar kein Problem. Wenn ihr sie seht, sagt ihnen, dass sie mir fehlen und dass sie reinkommen sollen. Tja, jetzt müssen wir Dschungelog oder Twisterland erstmal finden. Ah, hier!
Was, was für eine Seekarte? Die hilft euch, Insel zu finden. Okay, da oben ist ein Loch. Wieso können wir da nicht durchschauen? Danke. Legend of Zelda Seekarte halten. Oder Paper Mario, wer weiß. Aha, mit Minus können wir sie öffnen. Ist das der Ort, an dem wir gerade sind? Capitan Bora? Exakt, glaube ich zumindest. Ich sehe nämlich gerade nichts. Ja, er sieht nur schwarz und so ein leichten Schimmer von etwas, was man Licht nennt. Die Driftinseln bewegen sich mit den Meeresströmungen. Um zu einer neuen Insel zu gelangen, müsste man eine andere Strömung ansteuern. Aha. Zu dieser Strömung? Wo sollen wir denn lang? Wir können ja nur zu dieser Strömung. Oder wir gehen zu der hier, nach da drüben. Oder wir gehen hier in die Mitte. Gehen wir mal in die Mitte, oder? Das ist eine Strömung, auf der ihr noch nicht gefahren seid. Achso, da waren wir schon. Dann vermutlich mal hier, oder? Also fallen wir diese Meeresströmung an? Zum Beispiel, wenn sie aus oder als wäre sie in Reichweite, dann könnt ihr sie auswählen. Zwischen Meeresströmungen zu wechseln ist leichter als Schlauchboot fahren. Okay. Das Wechseln von Strömungen ermöglicht es mit Capitan Bora, weitere Strecken zurückzulegen. Ist eine Driftinsel in Sichtweite, kann man sich per Kanone auf der Anhöhe dorthin schießen. Sehr gut. Mit der Seekarte sollte es kein Problem sein, Driftinseln aufzuspüren. Machen wir uns auf die Suche nach den beiden Inseln, auf denen Baugustin und Fabrizia sind. Bald können sie nicht weg sein. Mit Hilfe von Capitan Bora werden wir sie finden. Wenn ihr zurück nach Schwankum wollt, nehmt einfach die Röhre dort. So bin ich auch hergekommen. Ist echt praktisch. Vielleicht weiß von unseren Leuten auch jemand was über Baugustin und Fabrizia. Die zwei sind mein ganzer Stolz. Ich will raus! Kommt das Wort? Es ist so schrecklich dunkel! Ja, wir helfen dir ja schon. Mann. Entspann dich mal. Ja, die Seekarte wurde uns gerade erklärt. Hast du L und R, um rein und raus zu zoomen und mit A Reiseziel auswählen. Auf der Fahrt an der neuen Insel kannst du natürlich auch Stops auf anderen Inseln einlegen, um zu kämpfen oder dich anderweitig auf die weitere Reise vorzubereiten. Okay, was? Spielfortschritt. Schippere mit Capitan Bora auf noch unbefahreneren Meeresströmungen, um neue Driftinseln zu entdecken. Auf jeder Insel warten kampfbereite Gegner und plauderfreudige Einheimische auf dich, die dir dabei helfen, deinem Abenteuer voranzuschreiten. Verbinde die Driftinsel mit Hilfe der Connector-Schicker aus den Leuchttürmen wieder mit Capitan Bora, um Connectania zu altem Glanz zu verhelfen. Verstehe. Ah, und da oben sieht man das jetzt. Wir sind jetzt auf dem Weg. Ja, so lange das jetzt aber auch nicht. Okay, und in der Zeit sollen wir uns also umschauen, ja? Können immer wieder reinzoomen. Oder halt auch nicht. Und ich überlege gerade, können wir noch irgendwas machen? Wir sind halt schon gleich da, ne? Ich weiß nicht, wie sehr es sich jetzt noch lohnt. Ich weiß nur, es lohnt sich immer wieder abzuspeichern. Das war schon lange, als ich gespeichert habe. Haben einfach so ganz viele, dann später gar nichts mehr. Ah, das geht da unten also vor sich. Ah, ich dachte schon, ich wäre hier falsch gelandet im falschen Film. Ich kenne zwei Geschwister, die können einen Hammer verherrlichen, der die Kapsel kaputt kriegt. Ja, hast du nicht zugehört? Driftinseln gesichtet. Warte mal. Wo war nochmal die Kanone? Hier oben, hier ist sie. Ja, fliegen wir doch mal direkt mal auf eine Insel zu. Würde ich mal sagen. Ich frage mich, wo die Reise hingeht. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Wir haben auch Zugriff auf zwei neue Inseln. Warte, gibt es mehr als fünf Inseln? Habe ich mich vielleicht getäuscht? Habe ich es irgendwie falsch verstanden? Na gut. Ab in die Kanone. Wir müssen Baugustin und Fabrizia aufspielen, um diese Kapsel knacken zu können. Baugustin ist irgendwo auf Dschungellog und Fabrizia auf Twisterland, wisst ihr ja. Die beiden können uns mit unserem Hammerproblem helfen, ist egal wer. Aber sie können außer Hammern jeweils unterschiedliche Dinge herstellen. Hamaria kann euch mehr dazu sagen. Ja, verstanden. Zuerst Baugustin oder Fabrizia. Die beiden können unterschiedliche Dinge für dich herstellen. Das wurde uns gerade gesagt. Für wen du dich entscheidest, kann die Story beeinflussen, also überlege gut. Wie, das kann ich... What? Okay. Wie schnell! Wir schwimmen gerade weg. Wir sind weg. Zurück. Diese Strömung.
Ach so, wir können auch nach oben und nach unten. Oh, Connectania ist in 5 Teile aufgesplitten. Mit jeweils verschiedenen Inseln. Oh Gott, ist das Spiel lang. Okay. Schließlich zur nächsten Insel. Schauen wir jetzt nochmal. Da drüben ist nichts. Kann man hier schon was erkennen und was sehen? Nö. Was sagt denn die Map? Jetzt haben wir eine vor uns. Land in Sicht, Twisterland. Okay. Ich schätze, wir schießen uns dahin. Wir müssen es ja uns noch nicht sofort entscheiden, oder? Und außer man kommt nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich würde mir halt erstmal deren Persönlichkeiten anhören, glaube ich.